Manchmal ist es notwendig, die Enthärtungsanlage des Geschirrspülers auf ihre Funktion zu überprüfen. Wann, warum und wie einfach das geht, zeigen wir dir in diesem kurzen Video. Beginnen wir mit dem Wann. Die Enthärtungsanlage sollte immer dann überprüft werden, wenn der Deckel des Salzbehälters kaputt ist oder du beim Nachfüllen darauf vergessen hast, den Deckel des Salzbehälters zu schließen. Denn dann könnte der Ionentauscher der Anlage bereits kaputt gegangen sein. Das wäre auch schon das Warum. Und wie wird das gemacht? Ganz einfach mit einem Wasserhärtetest. Dazu bestimmen wir zunächst als Referenzwert die Härte des Leitungswassers. Bei diesem Test füllen wir den Messbecher bis zur Markierung der deutschen Härtegrade auf. Danach tropfen wir langsam die dem Test beiliegende Titrierlösung in den Becher. Das Wasser färbt sich rot. Zwischendurch schwenken wir den Messbecher, um eine homogene Verteilung der Lösung sicherzustellen. Tropfen für Tropfen wandert so lange in den Messbecher, bis die Lösung von rot auf grün umschlägt. Dann ist der Härtegrad bestimmt. Ein Tropfen entspricht genau einem deutschen Härtegrad. Hier waren es 13 Tropfen. Das Wasser hat also einen Härtegrad von 13 deutschen Härtegraden. Als nächstes starten wir die Spülmaschine im Spülgang. Sobald das Wasser eingelaufen ist, füllen wir den Messbecher bis zur Markierung auf. Da das gesamte einfließende Wasser entkalkt wird, gibt uns dieser Test Auskunft über Funktion der Enthärtungsanlage. Wieder beginnen wir damit, die Titrierlösung einzutropfen. Und siehe da, schon ein Tropfen reicht, bis wir einen grünen Farbumschlag haben. Perfekt, so soll es sein. Liegt die Wasserhärte des Spülwassers deutlich darüber, sollte zunächst der Salzbehälter aufgefüllt und die Einstellung der Maschine kontrolliert werden. Wie das geht, haben wir in anderen Videos für dich dokumentiert. Bleibt der Wert deutlich über 3 deutschen Härtegraden, dann ist leider die Enthärtungsanlage kaputt und muss getauscht werden. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Hat dir das Video gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch und dein Abo. Schraubdock, alles wird gut!